Ja, hallo, ist das eben schon mal Partner, Produktionscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Und ich glaube, heute habe ich hier eine Mail, wo es um männliche Polarität geht, wenn ich das so am ersten Überblicken festgestellt habe, beziehungsweise einfach zu lange festhalten. Ist ein Zuschauer und er schreibt: Hallo Christian, vielen Dank für deine inspirierende und wertvolle Folge auf Steffis Podcast, welchen ich vor ein paar Tagen entdeckt habe, also Steffi Stahl ist gemeint, und seitdem mit großem Interesse höre. Meine Hörerfrage: Welche Fragestellungen, Methoden können beim individuellen wie auch kollektiven Reflektieren Klarheit darüber geben, welche der folgenden Entscheidungsmöglichkeiten die beste ist? Ein Fortführen oder eine Pause oder gar ein Ende der Beziehung? Ja, schauen wir mal. Zweitens, wie kann ich mit etwas, das außer meiner Kontrolle ist, zum Beispiel Unsicherheit seitens meiner Partners im Hinblick auf unsere Beziehung umgehen, ohne dabei zu sehr auf eine der oben genannten Entscheidungsmöglichkeiten zu drängen oder gleichzeitig im Einklang mit meiner Natur, meinen Werten und meiner Haltung, Liebe ist eine Entscheidung, zu sein. Ja, also sicherlich, also das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ich empfehle halt immer meine Kurse, aber natürlich hilft es, ein schönes Leben zu haben, selbst in der Selbstliebe zu sein, ein nice, geiles Leben, sich geerdet zu sein, dass man eben nicht so abhängig wird von Beziehungen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ne? Und das ist auch ein Aspekt von, sowieso ein Aspekt, was beide machen sollten, aber es hatte immer noch so einen kleinen Aspekt von Polarität, dass das wirklich wichtig ist, wenn man nicht zu needy ist. So, ne? Etwas Hintergrund zu unserer Beziehung. Haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Traumhafte Beziehung mit allen üblichen Höhen und Tiefen, in meiner persönlichen Wahrnehmung eine Seelenverwandtschaft, ja, scheinbar, du bist bestimmt noch nicht lange bei mir, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, das hat einfach, ich will das jetzt nicht wieder alles aufdröseln, okay, zu der ich zu 100% Ja sage und es auch von meiner Partnerin erwarte, ja, aber wir können häufig zu den Menschen zu 100% Ja sagen, die uns nicht so richtig wollen, das ist ja gerade das Problem. Und die uns wollen, dann werden wir auf einmal vage, ne? Das ist ja dieses ganze verrückte Thema, ne? So, was haben wir hier? Bislang überwiegend Fernbeziehungen, teils Nahbeziehungen, Urlaube. Ihr seid in den 20ern, für dich erste Beziehung, für sie nicht die erste. Wir beide möchten grundsätzlich zu 100% zu unserer Beziehung committen. Das sollte aber nach ein paar Jahren doch schon mal klar sein, oder? Das wundert mich jetzt. Wir beide sind uns bewusst, dass wir nicht in die Zukunft schauen können, den Lauf des Lebens nur bedingt kontrollieren können und eine gemeinsame Vision, Träume, die noch wichtig sind. Ja, bis hierhin hört sich, fragt man sich jetzt, wo ist das fucking Problem? Aber der Knackpunkt ist, aha, jetzt kommt's, insbesondere in Zeiten der Fernbeziehung hat sie Unsicherheit, ob ich der richtige Partner bin und ist sich zudem nicht ganz sicher, ob sie sich jemals vollständig committet und jemanden lieben, also sie ist nicht committed nach 3 Jahren, oh mein Gott, ey. Ja, also wahrscheinlich kennst du da meinen harschen Ton da noch nicht, würde ich mir nicht reinziehen, also hätte ich gar keinen Bock drauf, also wenn sich jemand nach 3 Jahren nicht committen kann, der kann sich auch nach 4, 7 und 10 Jahren nicht committen, das kannst du einfach abhaken, ey. Also wenn eine Frau irgendwie, gerade eine Frau, die, weiß ich nicht, so pausen will und unsicher, also das ist, also und auch so wie du schreibst, würde ich dir wirklich raten, mal so ein bisschen vielleicht Thema Dating, Polarität, weil das ist alles zu, meiner Ansicht nach, ein bisschen zu emotional und ich glaube, dass kommt nicht so gut an, könnte ich mir vorstellen. So, wir sind sehr dankbar, dass wir in den letzten Monaten vermehrt einen sicheren, respektvollen Raum erstellen. Ja, aber sie will dich tatsächlich committen. Das sind alles Nebelkerzen, die das eigentliche verdecken, dass sie dich nicht richtig will. Fertig, ne? Und das kommen jetzt viele blumige Worte, aber das ändert da nichts dran, ne? So, meinerseits habe ich Folgendes vorgeschlagen: individuelle schriftliche Reflexion über unsere Werte, Liebessprachen, Bedürfnisse, Träume, Visionen. Das ist wie aus so einem schlechten Psychologie-Video. Lass den Quatsch, Leute. Hangout, have fun, hook up, rausgehen, Spaß haben, körperlich werden. Rinse, cycle and repeat. Also,
das ist alles, ja, Listen machen, das, so sind wir nicht gemacht irgendwie, ne? Und wenn sie dich nach 3 Jahren, ich verstehe das ja, das ist deine erste Beziehung, aber wenn sie dich nach 3 Jahren, also ich würde sowieso eine Frau, die sich nicht committen kann, die weiß ich nicht, die wird bei mir wirklich keine Chance haben, so, es sei denn, ich will gerade Single bleiben, aber du brauchst das ja, dass sich eine Frau committet, ne? Und ich glaube, du bist da einfach auch zu nah dran und alles, aber ich würde jemand, der nach 3 Jahren noch nicht weiß, ob er mit dir zusammen sein will, was das kostet, so viel psychische Kraft, würde ich mir einfach nicht reinziehen, ne? Ja, also wahrscheinlich nicht, was du hören wolltest. Also insofern, diese Sachen werden dann nicht helfen, weil oft liegt es auch unter anderem an der Polarität und das erzeugt alles keine Polarität hier. Schriftliche Reflexionen über eure Werte, das bringt aber nichts, ne? Ja, macht mal meinen Datingkurs, würde ich sagen. Gut. Ja, gut. Ich glaube, habe alles Wesentliche genannt. In diesem Sinne, schönen Advent weiter für euch und wir hören uns bald wieder.